Delta Papa Zero, India Sierra Sierra, this is the International Space Station, I'll copy, over. Alles Gute, also aus dem All. Wir befinden uns gerade über dem Südatlantik noch. Wir fangen gerade an, Deutschland zu sehen. Das heißt, wir haben einen kompletten Pass direkt über Deutschland. Und ich freue mich drauf. Ich werde jetzt erst die erste Frage beantworten. Das ist eine gute Frage. Ich weiß es leider nicht, wie ich es geschafft habe, Astronaut zu werden. Weil so im Nachhinein kann man da immer die Punkte verbinden, wie auf einer kleinen Grafik. Und dann sieht man, wie es geworden ist. Aber von vorher weiß man das ja nie. Ich denke, mein Trick war, dass ich immer das gemacht habe, was ich wollte, was ich geträumt habe, dass ich mir nicht habe ausreden lassen, was zu tun, wenn ich es toll fand, von niemandem. Und so hat mich mein Weg dann eher zufällig zu diesem Beruf gebracht. Und ich glaube, das ist eben das Rezept, dass man sich nicht ausreden lässt, dass man seinen Träumen eine Chance gibt. Das ist das Wichtigste. Over. Ja, wir umkreisen ja die Erde 15 bis 16 Mal am Tag. Das heißt, wir haben 15 Sonnenauf- und Untergänge. Da muss man sich einfach nach einer Zeit richten. Und wir haben uns einfach mal willkürlich nach der koordinierten Weltzeit gerichtet, das ist die London-Zeit, und arbeiten auch nach einem 24-Stunden-Wochen-Rhythmus, so ähnlich wie auf der Erde. Das ist aber einfach nur aus Gewohnheit so. Over. Ja, das ist ein sehr interessantes Experiment. Generell geht es darum, dass wir hier oben erforschen wollen, wie Zellen überhaupt funktionieren. Zum Beispiel Krebs- und Immunzellen, die können wir hier oben im Weltraum besser erforschen als auf der Erde, weil Zellen auf der Erde ja in so einer Petrischale im Labor liegen. Das ist zweidimensional, das ist flach. Hier oben im Weltraum können die in einer Lösung suspendiert werden. Das heißt, das ist sehr viel ähnlicher wie in einem Körper, ohne dass die sich absenken, diese Zellen. Und dann bilden die auch andere Gebilde. Die bilden dann nicht flache Einheiten, sondern so Kugelhaufen, Zellhaufen, ähnlich wie in dem Körper auch. Und dadurch können wir zum Beispiel auch viel besser testen, wie die auf Medikamente reagieren. Das heißt, einer von vielen Beispielen, wie wir mit Experimenten im Weltraum das Leben auf der Erde besser machen, gerade für Leute mit Krankheiten wie Krebs. Oh, das ist eine schwierige Frage. Ich denke, am interessantesten ist es überhaupt, dieser Blick auf die Erde runter. Da ist es gar nicht so wichtig, was man sieht, sondern eher, dass man realisiert, dass die Erde wirklich nur ein kleiner Steinhaufen ist, den man hier von hier oben sieht, und alles, was draußen drumherum ist, ist erstmal schwarz und weit weg. Ja, wenn man genau hinschaut, dann sieht man tatsächlich ein paar Veränderungen. Man sieht zum Beispiel, dass manche Gletscher kürzer geworden sind in den Alpen, in Neuseeland, in den Anden. Man sieht Seen, die zum Beispiel austrocknen. Da gibt es einige, die immer kleiner werden. Man sieht Wälder, die mehr und mehr gerodet werden. Das ist schon was, was man von hier oben sehen kann. Aber ich glaube, das Gefährlichste, was wir nicht sehen können, ist eben, dass sich das Klima verändert. Das kann man auf den ersten Blick mit den bloßen Augen nicht sehen, aber wir dürfen uns da nichts vormachen. Diese Veränderungen sind trotzdem da und die sind sehr gefährlich für unsere Zukunft. Over. Ja, die erste Mission, die war natürlich ein bisschen spannender, einfach weil alles neu war, weil ich nicht wusste, was auf mich zukommt.
Die zweite Mission ist dadurch entspannter, weil ich weiß, ich kann das, ich brauche mir keine Sorgen machen, ob ich das alles hinkriege, sondern ich weiß, was auf mich zukommt. Und dadurch kann ich das sogar noch ein bisschen mehr genießen, weil ich ein bisschen mehr Kapazitäten frei habe. Von der Gefahr her sind beide ähnlich. Im Prinzip haben wir ein sehr gut funktionierendes Raumschiff. Das hat sich bewährt mit vielen, vielen Flügen. Seit 40 Jahren ist da nichts mehr passiert. Und auch die Raumstation ist dafür gebaut, dass wir gute Überlebenschancen haben, auch wenn mal was passieren sollte. Aber wir trainieren natürlich dafür immer und immer wieder, damit wir gewappnet sind, falls wirklich mal was passieren sollte. Over. Ja, das ist eine sehr gute Frage. Und das ist eigentlich auch sehr einfach zu beantworten. Die ISS ist das einzige Labor, das aller einzige, das wir haben, in dem wir Versuche in der Schwerelosigkeit durchführen können. Mit all den tollen Resultaten, die wir dann auf der Erde davon haben. Neue Materialien zum Beispiel, Krankheiten besser verstehen, fundamentales Verständnis von wichtigen Fragen. Das alles können wir nur hier auf der ISS machen. Mit keinem Aufwand der Welt kann man das irgendwo auf der Erde machen. Und deswegen ist es wichtig für die Menschheit, dass wir in dieses Labor investieren. Und es hat sich auch gezeigt, dass jeder Euro, den wir hier drin investieren, dass der fast ein Faktor 2 zurückkommt in unsere Wirtschaft, in unsere Gesellschaft. Das heißt, man kann sich das im Prinzip so vorstellen wie ein Sparschwein, wo man oben 1 Euro reinwirft und ein paar Jahre später fallen unten, für jeden Euro, den man oben reinwirft, fallen unten 2 raus. Und dann kann man sich überlegen, ja, wie viel Geld würde ich denn in so ein Sparschwein reinwerfen, wenn ich das hätte? Over. Ich habe es vorhin schon ein bisschen versucht zu sagen. Ich denke, wenn man die Erde von außen so sieht, dann realisiert man einfach, auf was für einer kleinen Insel wir leben, dass wir wirklich nur ein kleines Völkchen sind, ein Inselvolk in einem großen schwarzen Kosmos und dass wir diesen Kosmos verstehen müssen. Das ist wichtig für uns, weil da von da draußen auch Gefahren auf uns drohen. Und das wird einem hier ganz offensichtlich ins Auge gedrängt, wenn man die Erde von außen sieht. Das vergisst man oft, wenn man auf der Erde lebt. Und insofern, glaube ich, ist für mich die Menschheit zusammengerückt. Wir leben auf einem kleinen Boot zusammen und wir müssen schauen, dass wir miteinander klarkommen. Übrigens fliege ich jetzt gerade im Moment über Bonn. Ich kann es direkt unter meinen Füßen sehen, wenn ich hier aus dem Fenster schaue. Das ist eine tolle Sicht. Also alles Gute von oben hier nach Bonn. Over. Ja, das haben wir tatsächlich gemacht, aber die Wette ging darum, dass sich Russland und Deutschland im Endspiel treffen. Das hat sich ja jetzt erstmal erledigt. Vielleicht fällt uns noch eine neue Wette ein, aber dazu später mehr. Aber. Ja, ganz einfach. Wir machen 2,5 Stunden Sport jeden Tag. Ich war gerade tatsächlich bis vor 10 Minuten noch auf dem Trainingsgerät und werde da jetzt auch wieder hingehen. So kann man sich gut fit halten und tatsächlich hat das bei der letzten Mission auch echt gut funktioniert. Ich habe 3 Kilogramm Muskelmasse mehr gehabt, als ich zurückkam. Also ich war in wirklich guter Form. Over. Ja, das ist natürlich auch eine wichtige Sache, wenn man ein halbes Jahr im Weltraum ist, dann braucht man wirklich auch eine Work-Life-Balance und wir haben leider nicht viel nebenher Zeit natürlich. Wir haben ungefähr 1 Stunde am Tag, wo ich E-Mails schreiben kann oder mit meinen Freunden telefonieren und am Wochenende habe ich den Sonntag mir hauptsächlich freigelassen. Da mache ich dann so kleine Projekte wie so Schülerprojekte oder ich filme was für die Sendung mit der Maus oder mit den für andere Schülerprojekte. Das heißt, das ist was mir auch Spaß macht und nehme ich Energie raus, aber so richtig viel Freizeit hat man hier natürlich nicht. Aber.